Herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller. Heute mit dem spannenden zweiten Teil mit Norman Wells Psychologie der Börse. Was ist für Norman Wells eigentlich Wohlstand und was sind seine wichtigsten Regeln zum Thema Mindset und Psychologie? All dies wirst du heute in dem Podcast erfahren. Ich wünsche dir viel Spaß und lass uns starten. Wie definiert denn Norman Wells für sich eigentlich Wohlstand? Also Wohlstand, wenn man sich das Wort einmal anschaut in Verbindung, dann sind das ja zwei Wörter, einmal Wohl und einmal der Stand. Und Wohlstand ist für mich genau das, dass ich mich wohl fühle und einen Stand habe. Und Stand bedeutet Sicherheit. Ich in meinem Leben stehe sicher da. Und das bedeutet, dass die Dinge erst einmal, die für mich elementar sind, wie Gesundheit, eine gesunde Partnerschaft, gesundes Essen, gesund zu sein mit dem, wie ich lebe, einen Stand zu haben, der mir die Möglichkeit gibt, mich mit dem Leben zu verwurzeln. Das ist für mich Wohlstand. Wohlstand ist für mich nicht exorbitanter Reichtum und eine Yacht und eine Villa und ein fettes Auto und irgendwie dicke Partys oder sowas, sondern Wohlstand heißt, ich habe einen Stand, in dem ich mich und mit dem ich mich wohl fühle. Sehr cool. Ich habe fast so eine ähnliche Antwort erwartet von dir. Ich habe natürlich viele Gäste, die ganz anders darüber reden. Da geht es manchmal auch um das dicke Haus, um das dicke Auto. Es gibt ja auch genug Trainer, die das ganz klar sagen, so dieses Thema Reichtum ist ein Geburtsrecht. Auf der anderen Seite ist genau dieses Thema Reichtum, Wohlstand immer die Frage ja auch für jeden Einzelnen, wie definiere ich das Ganze eigentlich tatsächlich? Also ich habe ja 3 Jahre lang unter anderem Logotherapie studiert bei Professor Dr. Böschemeier und Logotherapie ist das Sinnfinden. Das Sinnfinden mit sich, das heißt, seinen eigenen Sinn im Leben zu finden. Warum bin ich eigentlich hier? Welche Daseinsform möchte ich haben? Wie möchte ich mich ausleben? Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch eine eigene Form hat in sich, die er zum Ausdruck bringen kann. Nur leider, was ich anfangs sagte, die meisten Menschen lassen sich programmieren und programmieren sich nicht selber. Sie machen sich gar nicht auf den Weg, dahin herauszufinden, wer sie eigentlich wirklich sind. Ja, bin ich der ich sein will, oder bin ich der, von den anderen möchten, dass ich der bin? Und wenn wir aber uns auf den Weg machen und herausfinden, wer möchte ich wirklich in meinem Leben sein? Wie möchte ich mich zum Ausdruck bringen? Dann gilt das für alle Facetten des Lebens. Und lebe ich das Leben, welches ich leben möchte, oder lebe ich ein Leben in Fremdbestimmtheit? Und ich glaube, was das Thema Wohlstand anbelangt, wenn Menschen sagen, ja, dickes Auto und Villa und so weiter und so fort, es ist okay, jeder hat das Recht, das zu leben und zu erreichen, was er möchte. Aber ich bin selber persönlich davon überzeugt, dass das Ziel des Lebens oder, wenn wir in Logotherapie sprechen, der Sinn des Lebens ist es nicht, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Absolut. Ich habe dazu immer so einen netten Spruch auf meinen Seminaren, dass ich sage, lebst du schon oder wirst du noch gelebt? Das fasst das vielleicht so ein bisschen auch zusammen. Und das stimmt. Ja, ein zweiter Spruch von mir ist auch immer gern, dass ich sage, das Leben ist keine Generalprobe, es ist live. Ja. Ich habe das ja viel, auch durch, ich habe mittlerweile, glaube ich, an die 1000 Bücher gelesen, auch viel mich natürlich auch mit erfahrenen, älteren Menschen unterhalten, was ich sehr gerne tue, einfach von Dingen, denen auch zu lernen dann auch. Und es gibt ja auch viele Bücher über das Thema, so dieser Fall am Todesbett, die Frage, wie war dein Leben und wie ist es für dich gewesen? Und viele, die dann eben einfach antworten, die auch sagen, einfach gewisse Dinge, die ich eigentlich gerne machen wollte, habe ich leider nie gemacht. Ja. Und ja, das ist ja fast die meiste Antwort. Da geht es selten um Geld, sondern es geht Dinge, wirklich auch dieses Sein gelebt zu haben, gar nicht mein Haus, mein Boot, mein irgendwas, sondern dieses Gefühl einfach auch zu haben, wirklich ein erfülltes Leben zu haben. Ganz genau, da sagst du was. Cool. Dann ist die Frage, die ich dir noch gern stellen würde,
Da bin ich jetzt auch gespannt, wie du antwortest. Die heißt nämlich, dein ganzes Vermögen ist durch einen unglücklichen Umstand weg. Welche drei Schritte setzt Norman Wells als erstes um, um wieder in diesem Fall Vermögen zu werden? Okay, spannende Frage, kann ich dir sagen. Ich erlebe das bei meinen Klienten immer wieder im Trading-Bereich. Da sind dann vor allem Privatleute dabei, die versuchen, vermögend zu werden und gehen dann exorbitant hohe Risiken ein. Ich denke da so an einen, den ich gerade momentan betreue, der wirklich innerhalb von wenigen Monaten an den Kapitalmärkten 700.000 Euro verloren hat. Und das von 2 Millionen, die er auf dem Konto hat. Und das ist eine fette Ansage. Und er ist täglich im Coaching wie ein Ertrinkender, weil sein Augenmerk ist, verständlicherweise, er möchte diese Kohle zurückhaben. Er möchte diese 700.000 Euro zurückhaben. Und versteht einfach nicht, dass das nicht geht und dass das brandgefährlich ist. Weil wenn ich mir ein Korrektiv schaffe, und das Korrektiv ist 700.000 Euro und die will ich zurückhaben, dann werde ich nur weiterhin noch mehr dummes Zeug machen, was dazu führt, dass ich nicht irgendwann nur 700.000 Verlust habe, sondern 1 Million, 1,5 Millionen und puff, sind die 2 Millionen weg. Und wenn mir alles abhanden kommen sollte, dann werde ich einen Fehler nicht machen, nämlich versuchen, das zurückzubekommen im Sinne von, ich muss das jetzt zurückhaben, sondern ich werde mich erst einmal hinsetzen und mich ausruhen. Weil ich weiß, in so einer Situation ist man einfach Mörder im Stress, Mörder im Druck. Und wenn man eins nicht kann, ist dann klug nachdenken, reflektieren und kluge Schritte gehen. Das heißt, ich werde mich erstmal ausruhen, werde irgendwo hinfahren, wo es mir irgendwie gut geht und mit den wenigen Mitteln, die möglich sind, einfach entspannen und sehen, dass ich mich auf das besinne, was wirklich sinnvoll ist im Leben, dass ich lebe. Und dass ich an dieser Party Leben überhaupt teilnehmen kann. Was für ein Geschenk, dass ich einer von denen bin, von den 8 Milliarden auf dieser Erde, die an dieser unglaublichen Party teilnehmen können. Und dann in die Phase der Entspannung zu kommen, um zu schauen, was ist da eigentlich passiert? Und was ist mein Anteil daran, dass es so passiert ist? Und was kann ich daraus lernen? Und wie kann ich es in Zukunft anders machen? Und dann den Kanälen freien Lauf zu geben, meine Kreativität zu entdecken und sie zu kanalisieren und mich in die Richtung auszuprägen, dass ich mir sage, was ist jetzt dran mit dem neuen Wissen, das ich habe? Ich habe keinen Fehler gemacht. Menschen machen nach meinem Dafürhalten niemals Fehler. Das Buch, was ich geschrieben habe, hat 260 Seiten und ich habe als Autor ganz bewusst vermieden, das Wort Fehler da reinzuschreiben, weil ich nach der Maxim lebe, Menschen machen niemals in ihrem Leben Fehler. Egal, ob sie gewalttätig sind, jemanden umbringen oder was für schlimme Sachen auch immer. Menschen tun immer das, was sie können, sonst würden sie es ja anders machen. Aber wir sind leider in dem Zustand, wo wir Sachen machen, die wir in der Nachbetrachtung nicht verstehen, leider nicht in der Lage, immer das zu tun, was wir tun können. Und steht immer nur eine gewisse Ressource, eine gewisse Schublade in unserem Gehirn zur Verfügung und die machen wir dann im Stress auf. Und da holen wir das raus, was drin ist. Und das ist leider in der Nachbetrachtung nicht immer das Beste. Aber wir können eben nicht anders. Wir können nur, wie wir können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir schauen, wie können wir es anders machen und was können wir aus dem, was uns widerfahren ist, aufgrund unseres Gehirns da oben, was können wir anders machen, besser machen, so machen, dass wir im Nachklang sagen, ja, ich habe daraus gelernt und ich werde davon profitieren und mein Verlust ist ein Gewinn. Ist ein netter Spruch, den ich immer sage, also schwingen für mich 2, 3 Dinge aus deinen Sätzen, gerade am Anfang. Dieses Thema der Dankbarkeit, was ich glaube, was in Deutschland auch extremst unterschätzt wird. Ja. Allein dieses Gefühl, man wacht morgens auf, man ist gesund hoffentlich,
Man hat was zu essen, man hat ein Dach über dem Kopf, man kann frei entscheiden, was mache ich heute. Klar, als Angestellter ist man natürlich so ein bisschen Rad drinne. Wir als Selbstständige haben das vielleicht ein bisschen anders. Da erleben wir auch, glaube ich, schon sehr, sehr viel, wofür wir dankbar sein können. Und an der Börse, klar, letztendlich sage ich immer so nett, es ist nur Geld. Und mein Nachsatz ist dann immer, Geld ist auch nicht weg, es hat maximal ein anderer. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz klar, und das ist ein wichtiger Faktor, den du gerade auch genannt hast, dieses Thema Erfahrung machen. Man handelt ja oder keiner handelt ja bewusst mit etwas. Jetzt ist ein Mord natürlich ein ganz krasses Beispiel. Ich beziehe das immer nur in Anführungsstrichen auf die Börse, weil ich diese Erfahrung einfach gar nicht habe, was du da teilweise erlebst. Aber wenn ich es an der Börse nehme, was ich Teilnehmern auch immer sage, keiner macht ja etwas bewusst aus, ich mache da jetzt einen Fehler, sondern es stellt sich ja mal erst im Nachgang raus, ups, hätte ich vielleicht doch anders machen sollen. Und deswegen finde ich das cool, dass du auch sagst, bewusst Fehler nimmst du gar nicht. Und wir versuchen das bei uns in der Akademie auch so ein bisschen rauszunehmen, dass wir einfach immer von Erfahrungen sprechen. Und selbst wenn du bis jetzt Geld verloren hast an der Börse, sage ich, das Geld ist nicht weg. Du hast dir eine Erfahrung damit gekauft. Und wenn du daraus lernst, ist doch alles gut. Dann machst du es beim nächsten Mal besser. Dann hat sich dieser vermeintliche Verlust in einen Gewinn letztendlich geändert. Genau, richtig. Ja, so ist das. Cool. Und da schließt sich auch wieder der Kreis zu dem, was ich eingangs sagte, mit dem ich traue niemandem, dass ich eben nicht meine, ich traue niemandem, weil ich misstrauisch gegenüber den Menschen bin, sondern weil ich einfach weiß, auch mit meinen 15.000 Sitzungen, die ich als Coach und Therapeut gegeben habe, dass ich einfach weiß, dass Menschen in Extremsituationen leider nicht logisch und rational handeln, sondern mit dem, was zur Verfügung steht. Und das ist leider nicht immer das, was sich jeder Mensch wünscht. Ja, absolut. Bin ich absolut bei dir. Mich würde noch eine ganz, ganz spannende Frage interessieren. Was ist denn deine wichtigste Börsenregel? Es gibt nicht eine wichtigste Börsenregel, es gibt drei und die lauten Disziplin, Disziplin und Disziplin. Gut. Unterschreibe ich sofort. Ja. Man kann das noch ein bisschen aufteilen in diese vier Stufen des Lernens. Wir sind sicherlich beide schon in der unbewussten Kompetenz, dass wir es einfach machen, was ja auch ein Thema, sage ich mal, des Coachings ist. Das eine ist diese harten Dinge, das andere sind die Soft Facts, eben auch bewusst erstmal mit der Nase drauf zu stoßen, bevor man es dann kann. Das andere ist aber auch die Disziplin. Wir haben immer so einen Lacher auf meinen Seminaren. Wenn ich das auf Geld verdiene mit System dann komplett erklärt habe, da kommt dann auf jedem Seminar immer mal die Frage von einem der Teilnehmer, wie, Uli, und das machst du jetzt so seit 20 Jahren? Ja, mache ich. Aber es ist ja stinkend langweilig. Ja. Ich sage, naja, kann man so sehen. Ich sage aber, wenn du den Berg an Geld siehst, der zusammengekommen ist, ist das doch nicht mehr so langweilig. Ja. Und dann lachen alle, aber ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Sport, habe mal zweite Bundesliga Handball gespielt. Und auch das ist letztendlich, das weiß ich auch von vielen Menschen, mit denen man sich unterhält, die dann so eine Aussage treffen wie, so ein Bundesliga-Profi beim Fußball, der verdient auch viel, da hätte ich ja richtig Bock drauf. Und wenn man dann mal wirklich in die Tiefe geht und sagt, weißt du was, es gibt 6 Millionen Fußballer und 400 schaffen es in die erste Bundesliga. Ja. Und du dann alleine mal so ein bisschen erzählst oder ich von meiner Situation, damals zweite Bundesliga Handball, mit 4 bis 5 Mal die Woche Training, dann sind die Leute ganz schnell auf der Idee. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich will. Mhm. Ja, das ist wirklich schwer, sehr, sehr spannend. Ich habe auch kürzlich eine Frau ausgebildet und begleitet im Trading und die ist Olympiasiegerin geworden und dann habe ich sie mal gefragt, du sag mal, wie ist das eigentlich bei dir? Warum bist du jetzt Olympiasiegerin geworden und warum werden das die allermeisten eben nicht? Und da sagte sie, weil wir eben aufgrund unseres Mindsets in der Lage sind, so diszipliniert zu sein, dass wir weitermachen, wenn andere erschöpft sind. Und dafür musst du enorm arbeiten und enorm an deiner Disziplin arbeiten, sonst wird das nichts. Also ich habe ja auch im Deutschen Institut für Angstüberwindung und Leistungsoptimierung gearbeitet als Fachtherapeut für Angstüberwindung und Mentaltraining. Und da haben wir eben auch Spitzensportler gecoacht, die Weltmeisterschaften nachweislich gewonnen haben, Olympiasiege und so weiter und so fort. Und da sieht man einfach, das sind Menschen, die vor allem an ihrer Disziplin arbeiten,
aber eben im Vorwege zu gucken, was ist Ihre Persönlichkeit und wie schaffen Sie das mit Ihren Voraussetzungen, das zu erreichen, was Sie erreichen möchten, weil jeder eben ein Individuum ist und nicht jeder Mensch ist gleich. Und da gilt es genau das über die Schiene der Persönlichkeitserfahrung und Entwicklung, das herauszuarbeiten, wer bin ich und wie schaffe ich das mit meinen Ressourcen, mit meinen Veranlagungen, das zu erreichen, was andere auch erreichen. Erfolg ist immer individuell. Ja, ich kenne das aus einer Affirmation, die ich früher benutzt habe für mich. Da habe ich früher mal gesagt, ich bin der Beste, was ja so ein bisschen ja ein letztendlich gibt, ich will wirklich der Beste sein. Du hast es eben vorher mit dem Beispiel gebracht, der Reichste. Und die habe ich dann irgendwann mal umgebaut in ich gebe mein Bestes. Ja. Genau aus der Idee, was du jetzt auch gerade gesagt hast, man darf natürlich auch mal hingucken, mit wem hat man es eigentlich zu tun. Wobei ich auch sehr spannend finde, das würde ich auch gerne, oder das tue ich auch so, auf die Börse übertragen. Würdest du auch bestätigen, dass Börse und Trading, egal wie man es macht, auch schon ein großer Teil Disziplin und auch harte Arbeit ist? Gar keine Frage. Also das fällt einem nicht zu. Nicht umsonst scheitern die meisten Menschen und sind nicht erfolgreich an der Börse. Und natürlich ist das harte Arbeit, aber das bedeutet nicht, dass es freudlose Arbeit ist oder lustlose Arbeit. Ich muss wirklich sagen, als mir klar geworden ist, und das war bei einem Starbucks mit meinem damaligen Ausbilder, bei dem ich 2 Jahre lang den Börsenhandel im Händlerbüro gelernt habe, da saßen wir im Starbucks und da wurde mir das erst so richtig klar. Ich war damals unmittelbar Fachtherapeut für Angstüberwindung, habe mit schwersten angstgeplagten Menschen gearbeitet und parallel den Börsenhandel gelernt und hatte auch vorher schon immer gehandelt und eben auch die typischen Dinge gemacht, die nicht zum Erfolg führen. Und da sagte ich, du Christoph, ich merke gerade, dass die Dinge, ja, die ich täglich mit meinen völlig angstbesessenen Menschen dort therapiere und mit Hypnose auf den richtigen Weg bringen, dass sie nach Monaten wieder das Haus verlassen können oder über eine Brücke gehen können oder fliegen können oder was auch immer, dass das dieselben Ängste sind, wie die, die ich erlebe beim Handel. Und dann bin ich da immens eingestiegen und habe natürlich das festgestellt, was auch nur natürlich sein kann, nämlich die Tatsache, dass wir eben die ganze Zeit mit unserem Angstzentrum in Kontakt kommen und das die ganze Zeit uns davon wegbringt, weil es sich auf Autopilot stellt und das mit uns macht, was wir gar nicht wollen und im Nachhinein immer sagen, wie ist das denn hier passiert, da war ich doch nicht dabei. Doch, da war ich dabei und ich bin derjenige, der hier sein Schicksal die ganze Zeit kreiert und das ist eben super spannend zu sehen, aber das erfordert natürlich Wille und das erfordert Kraft und das erfordert die Bereitschaft und die Begeisterung. Und wenn ich mich für etwas nicht begeistere, egal ob es Sport ist oder gesund kochen oder nett mit Menschen zusammen zu sein oder eine liebevolle, erfüllte Beziehung leben zu wollen oder professioneller Börsenhandel, wenn ich mich dafür nicht begeistern kann, dass ich sage, ich will aus meinem Geld mehr machen und das macht mir Spaß und Freude und ich kann mich dafür motivieren, dann wird das auch gelingen. Aber wenn ich da sitze und sage, ja, gib mir mal ein System, ich mache das jetzt einfach so, mal gucken, was da draus wird, ja, das wird schon irgendwie gehen, dann wird das nichts werden. Ja, das wird einfach nichts werden. Also man muss das schon wollen und man muss den Biss dafür haben und die Freude, dann hat man auch die Leichtigkeit und wenn man die Leichtigkeit hat, dann ist der Körper, der Geist, das Gehirn nicht im Stress und wenn wir nicht im Stress sind, dann können wir Unglaubliches erreichen. Und wenn wir das dann noch verknüpfen mit unbewusster Kompetenz und Hypnose und Mentaltraining, dann steht dem Erfolg nichts im Weg. Sehr cool. Norman, das war gefühlt der perfekte Abschluss. Ich könnte fast drüber nachdenken, ob ich mit dir ein Seminar mache, wenn ich nicht schon zugesagt hätte, dass welche kommen, würde ich dich... Der war gut. würde ich dich jetzt spätestens danach fragen. Und ja, ich freue mich mega, mega, mega auf unsere gemeinsame Reise. Bin echt stolz, dass wir da zusammengefunden haben. Also ich kann sagen, ich habe in deine Person Vertrauen. Vielleicht freut dich das zumindest. Und ja, ich würde gerne vielleicht noch ganz kurz sagen oder nachfragen für dich, wo können denn meine Hörer mehr über dich und Norman Wels erfahren? Willst du noch kurz 2, 3 Sätze vielleicht sagen? Ja. Würde mich freuen.
Sehr, sehr gerne. Also deine Hörerinnen und Hörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, Leserinnen und Leser, die können mich auf jeden Fall auf meiner Website erreichen, www.bettermind.de, also der bessere Geist. Und natürlich, wer sich ein bisschen mal einlesen möchte in die Thematik, dem empfehle ich natürlich mein Buch Trading Psychologie, so denken und handeln die Profis. Da steht ungeheuer viel drin über meinen eigenen Weg, den ich gemacht habe, über meine eigenen Erfahrungen, die ich erlebt habe, aber auch das, was ich mit professionellen Händlern natürlich teilen konnte, von denen ich lernen konnte, von denen ich Dinge übernehmen konnte. Wer da mal reinhören möchte, wie das funktioniert, dem empfehle ich meine CD-Sammlung, das ist das Traders Better Talk. Und wenn ihr dort praktisch die CDs hört, dann hört ihr dort professionelle Händler, die euch was erzählen zum Thema Mentaltraining im Zusammenhang mit Börse und Trading. Und es gibt auch noch eine wunderbare CD zum Selbstcoaching, wenn ihr schon bereits handelt. Das ist das Better Mind Programm. Und das ist eine CD in Form von 4 Hypnosen, Entspannungshypnosen, aber vor allem auch Coaching-Hypnosen, die eben dann dort einen unterstützen, das zu erreichen, was man erreichen möchte, mit Form von Affirmationen, geführten Affirmationen, Hypnosen und so weiter und so fort. Und wer da Interesse hat, der stöbert einfach mal auf meiner Website herum, der findet das auch und kann mich dann dort auch kontaktieren. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit von Coachings und solchen Geschichten, das ist ja klar. Der meldet mich einfach an, der ruft mich an, der nimmt Kontakt auf und dann ja, vor allem natürlich das wunderbare Seminar, was ich mit Uli zusammen machen werde. Da freue ich mich sehr drauf und das wird spannend und das wird interessant und da gibt es dann den richtigen Booster für den Börsenerfolg. Sehr cool. Norman, dann sage ich in diesem Sinne vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir haben daraus gleich eine Doppelfolge gemacht, das finde ich cool. Wenn euch Hörern der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr das unterhalb des Podcasts auch gerne kommentiert und in die Welt verteilt. Ich glaube, zwei solche tollen Typen wie Norman und ich, die müssen auf jeden Fall noch viel, viel mehr Menschen erreichen. Und ja, in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören für unseren Podcast. Danke dir nochmal, Norman. Und seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, der neue Podcast geht online, der Börseninvestor. Mit und von Ulrich Müller. In diesem Sinne, euch eine schöne Zeit. Vielen Dank und bis bald.